Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Fantasy City. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, mir ein Video angeguckt und nebenbei mal nachgesehen, was wir so für das nächste Feld gebrauchen könnten. Ja. Wir brauchen für viele verschiedene Sachen Mehl. Entweder um daraus Teig zu machen oder allgemein um das Mehl direkt zu verarbeiten. Ja, und da habe ich natürlich überlegt, was können wir dafür benötigen. Also Sojabohnen werden wir auch noch gebrauchen, aber für dieses Feld werden wir aller Voraussicht nach hier mit Oats arbeiten. Haben wir hier schon fertige? Nein. Das heißt, wir werden die hier verarbeiten. Zu entsprechenden Samen. Wir werden uns mal noch mehr Gartenzeug zulegen. Und diese Sachen hier wegpacken. Ach nee, wir haben ja eigentlich das andere Feld hier hinten, glaube ich, angelegt, weil das groß genug war für die 6x6. Weil wesentlich größer ist als 36, so am Endeffekt. Stimmt, dann brauchen wir es ja nicht mehr für dieses. Ach, was soll's. Wir sind Hobbits, wir können zusätzliches Feld gebrauchen. So sehe ich das. So ein paar Sachen hier da weglegen. Oh Gott, ich werde ein eigenes Teil anlegen müssen, nur für. Nur als Lager. So, haben wir Bali angepflanzt. Siehst du? Ich glaube, die Karte hat sich ein bisschen rausgezoomt. Nicht auf Sinn auf Bali reagieren sie nicht. Nein. Es würde zu großen Ausladen werden. Das gilt hier leider für die meisten so eingesunkenen Flächen. Hier nehmen wir doch das hier. Ich habe mir den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um die Folge zu starten. Einfach großartig. Hier einmal neues Huhn. Und da hat es plopp gemacht. Habe ich denn Oats überhaupt? Das mal auszuprobieren. Ja, ich habe ja alle verarbeitet eben. Das war ja. Das war ja einfach großartig. Die kann ich fürs andere Feld noch gebrauchen. Also erst einmal zurück zum anderen Feld mit den Sweet Potatoes. Weil wir sicherlich genug haben, ja. Ich denke, das sollte ausreichen, um den Rest des Feldes zu bestellen.
Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Mir gerade so ein bisschen Minimap nebenbei an. Ein paar Sachen, die angepflanzt worden sind und ähnliches, erkennt man ja, was da gebaut wurde. So ist nicht. Gut, dann. Letzte Schaufel. Aber geht dennoch schon angenehm schneller als mit der Holzschaufel. Okay, letzte Schaufel. Okay, das sollten jetzt wesentlich mehr als 36 sein. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, damit haben wir erfüllt. Ich glaube, das Rüstungsset haben wir natürlich noch nicht komplett. Da haben wir noch gar nichts. So, die anderen Materialanforderungen haben wir. Wir brauchen die zwei Hobbit-Holz und die Baracken. Womit fangen wir als erstes an? Ich würde sagen, mit den Baracken. Aber wo genau platzieren wir die? Irgendwie stimmt die Farbe für den Weizen momentan nicht auf dem Nemap. Sah schon mal besser aus. So viele verschiedene Sachen bei. Zu viele verschiedene Sachen bei. Ach Mensch, was soll's? Alles halb so wild, weg damit. Ich bin am Überlegen, ob die Baracken nicht eventuell hier oben irgendwo hinkommen könnten. Ich brauche nur nicht mehr. So mit Ausblick aufs Meer hinaus. Hier oben aus.
Es könnte zu wenig Platz sein. Also die Baracken, die müssen jetzt nicht hier überwucherbar sein. Und trotz allem, 70% müssen aus Erde bestehen. Wäre aber genau auch noch über dem Haus hier, über dem Hobbit Hole 2, also eher ungünstig von der Lage her. Nur hier weiter hinten. Ja, Hügel könnte gut sein. Beziehungsweise, oh, hier am Wasser. Mensch, ich will dafür einen guten Ort haben. Einer, der mir dafür auch gefällt. Adventures. Ein weiser Mann hat mal gesagt, Löcher führen immer zu Abenteuern. Ja, ihr seht schon, ich tue mich damit so ein bisschen schwer, eine gute Position dafür zu finden. Es muss einigermaßen flach sein, das auch. Ich will ja nicht so Ewigkeiten viel terraformen. Meine, okay, den Sand hier, den könnte ich wegnehmen. Oder es könnte Teil der Training Grounds sein. Sag mal, das ist Teil der Training Grounds. So, wir brauchen Platz für 6 Betten hatte ich, glaube ich, gesagt. Wir brauchen unsere Wolle. Wir müssen mal Betten herstellen. 6 Stück. Holz haben wir, glaube ich, genug dabei. Okay, damit haben wir schon ein bisschen tolle Wolle. Wir hatten hier oben noch mehr in der Truhe. Okay, oh, es wird dunkel. Möchte mal nachgucken, was man noch so an Betten machen kann, ob wir bloß die Standardbetten herstellen können oder ob wir noch weitere Varianten haben. Ja, also hier haben wir das normale Bett und das sind ja die Dekokraftsachen.
Aber dafür werden wir unter Garantie entsprechende Farben benötigen. Warte mal, das war hier oben. Carpenters Beton aus den Carpenter Blocks. Das wäre natürlich gut. Da braucht man nicht mal großartig irgendwas. Das ist ja schön. Wir brauchen. Na gut, es sind nicht genug entsprechende Blöcke. Was war das denn? Scaffolding. Das ist ja auch interessant. Jetzt muss ich mal testen, Scaffolding. Ah. Okay, damit kann ich leben. Vor allem, wenn ich dann eh gleich wesentlich mehr benötige. Also, wir könnten noch ein bisschen Holz benötigen. Also wie ein bisschen viel mehr Holz. Es gibt einiges zu markieren und du Busch hier musst mal weg. Das müsste alles gewesen sein. Dann pflanzen wir ein paar Sachen neu. Essen nebenbei was. Okay, so, du bist im Weg hier. Du bist definitiv im Weg. Das wird alles nicht einfach werden. Ich habe so eine ganz, ganz, ganz grobe Idee, aber... Schon fast die Frage, wie weit man das noch als Idee bezeichnen kann momentan. Können wir leider hier so nicht lassen. Würde zwar liebend gerne da unten rein, aber du bist im Weg für die Bauvorhaben. Das soweit schon mal.
damit hätten wir die erste Ecke. So, hier würde der erste schlafen und der hat dann... Ich möchte erstmal neues Werkzeug nebenbei. Hier unten sind Slimes drin. Was war das? Ah ja, das war also einer von denen, bevor er abgekratzt ist, einer Voraussicht nach. Aber wir sammeln einfach mal ein, was wir hier so haben. Was auch immer das jetzt genau war. Pink Slime Balls. Ja, gut, hätte man sich denken können. Oh, so viel Leben. Müssen wir bei Gelegenheit auch mal rausholen. Zwei neue Schaufeln. Eine neue Axt. Und eine Spitzhacke. Ach, eigentlich wollte ich noch was anderes nebenbei machen. So, das ist deren Footlocker. Haben wir einen Nightstand, also Nachttisch? Sieht nicht danach aus. Bedside-Table, das wäre was. Aber dafür bräuchten wir auch wieder Deko-Kraft. Ja gut, der Coffee-Table wäre eine Variante. Okay. So, der zweite wäre dann meinetwegen hier. Hat natürlich jeder sein. Naja, der Tisch ist etwas größer. Aber zumindest für zwei Leute jeweils einen. Nee, Leute, die Sonne geht doch unter, es ist eigentlich schon nachts. Man muss es doch nicht auf die Stunde genau nehmen.
Super. Nun, wir brauchen mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Okay, so dann, was hatte ich dann vor? Ach nee, das war falsch. So, die Räumlichkeiten für die Wachen sind natürlich nicht allzu gigantisch. So, eins, zwei und hier hin. Da muss, genauso wie hier und hier. Und da mangelt es schon wieder an Holz. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie ich damals die Baracken gemacht habe. Oh, Inventar voll. Die schmeißen wir weg. Gerade frisch gewachsener Baum. Die haben das beste Holz. Noch jungfrisch, unverbraucht. Da haben wir's. Gerade so viele Sachen bei, die wir eigentlich gar nicht benötigen. So ist besser. Und jetzt die letzten Schlafmöglichkeiten. Ja, das sieht doch schon mal brauchbar aus. Jetzt bräuchte ich noch eine andere Holzart. Dann haben wir drei verschiedene Squads, wenn man so will. Siehst du, ich habe ja noch gar nicht den Untergrund gelegt. Oh, noch mehr Holz. Ich brauche mehr Holz, wie immer. Und da fällt mir auf, es sind schon wieder über 30 Minuten.
Ach, so einfach bin ich in solche Sachen hier zu vertiefen. Na gut, da bleibt mir dann bloß, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Wie machen wir beim nächsten Mal hier mit den Zimmern für die Wachen weiter? Also bis dann, euer China Tiger.